So, für mich waren es nur ein paar Sekunden, für euch war es höchstwahrscheinlich ein Tag. Aber herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dragon Quest 4. Wir gehen direkt zu Sar Stepan. Sie lassen uns wieder hinein. Genau. Und dann gucken wir uns mal an, wie wir ihn heilen können. So, und ob der, ob das wirkt. Naja, der kann ja eh nicht reden, wa? Der Zar sieht aus, als ob er etwas sagen möchte. Tja, scheiße, wa? Ich würde ihm gerne... Habe ich das hier drin? Ja. Trans... Benutzen? Okay, ich dachte gerade, ich benutze ihn selber. Das wäre jetzt ganz RIP gewesen. Ich dachte, wir können ihn vielleicht zum König transferieren. So. Oh ja, meine Stimme ist wieder da. Ihr wart große Hilfe. Ich bin wirklich sehr dankbar. Vor meinem Problem, ich hatte furchterregenden Traum. Ein riesiges Monster kletterte aus Unterwelt und zerstörte alles. Erst ich beschloss, diesen Traum zu halten geheim. Aber dann, ich träumte ihn immer wieder und wieder und machte mir große Sorgen. Besonders als ich mit einem großen Ding in der Hose aufwachte. Ich hatte ein Zelt gebaut jedes Mal nach diesem schrecklichen Traum und ich wusste nicht, was soll das bedeuten. Ich erzählte meinem Kanzler davon und sofort meine Stimme verstummte. So würde mein Kanzler das nicht hören wollen, ich wollte doch nur medizinische Beratung. Psychomedizinische vielleicht. Wir wissen ja nicht, wie das ist, wenn man nach so einem Traum mit... Naja, Sie wissen schon. Ich sollte meiner Tochter so etwas nicht erzählen. Vielleicht heißt das, etwas Schlimmes wird geschehen. Alena, ich werde dich nicht weiter aufhalten. Jetzt, wo ich weiß, dass etwas Schlimmes passiert, lasse ich dich in die Welt hinaus. Ich gestatte, dass du reist durch Welt und siehst sie mit eigenen Augen. Orja, Kyrill, ich verlasse mich auf euch, dass ihr aufpasst auf meine Tochter. Das war antiklimatisch. Aber na gut. Das bedeutet, dass ich jetzt, nehme ich mal an, ich ziehe raus, ich habe Befehl von Star, euch frei passieren zu lassen. Super. Das bedeutet jetzt höchstwahrscheinlich, ich kann nach Vrenor zu, von da aus zum Tor. Benutzen Vrenor. Scheiße, ich hätte zum Wüstenbasar gehen können. Von da aus ist kürzer. Ich kaufe mal schnell. Chimärenflüge. Mir ist aufgefallen, warum kaufe ich eigentlich immer nur 5? Ich kaufe den ganzen Laden leer. Das mache ich jetzt. Also das Maximum, ich kann ja nur 9 kaufen. Ja, 9. Bumm, fertig ist. 9 Chimärenflüge, super. Wer soll die Ware tragen? Ab in den Beutel. So, genau, wunderschön. Das ist gut. So, und jetzt geht's auf zum Bazar. Ich weiß nicht, inwiefern sich das was nimmt. Ich glaube, ein bisschen Unterschied macht's schon. Achso, ich glaube, ich wollte im letzten Part sagen, ja, schön, dass es mir jetzt einfällt. Im letzten Part, als ich im Turm war, meinte ich, ich mach kein Weihwasser an, weil das halt alles XP sind, die man haben will. So, und jetzt kommen wir hier runter, wunderbar schön, ohne Random Battle. Und jetzt lässt der mich auch hoffentlich durch hier. Wenn Hoard schickt Boten zu gestatten, Bericht. Euch ist Durchmarsch gewährt. Wunderbar. Schön. Hui. Auf zum Turnier, würde ich sagen, wa? Nice. Hallo Welt. So, was haben wir hier? Ein kleines Häusel. Ein Flusshäusel. Ist ja leider kein Fluss in der Nähe. Aber hier kann ich pennen, wa? Willkommen in unsere Herberge, müde Reisende. Wer sagt, dass ich müde bin? Eure Übernachtung kostet 24 Gold mit... Nope. Das kostet sie nicht, denn wir nehmen keine Übernachtung. Soll ihr irgendwo ein Teleportal geben, das nach Maestral führt? Nebenan. Es ist nebenan. Also manche NPCs, ne? So. Gib mir all dein Geld. Er hat sogar einen anderen Dialog. Das ist das Königreich Endor. Die Burg liegt ein Stück südöstlich von hier. Gut. Es kommen einfach irgendwelche Fremde um den Tresen herum. Und er gibt
erstmal eine Richtungsanweisung. Ist erstmal solide Lebenseinstellung. Gar nicht schief gehen. Ah, da ist das Königreich. Sagen wir dem Zaren mal Hallo. Ruhelose Rüstung erscheint. Nun, und zwei Doktorschleime. Ich mache erstmal die Doktorschleime weg. Die bekannten Boys. Die werden hier nicht den Kampf überleben. Schöne Sache. Ah, siehst du, da macht der Kyrill den Damage. Wunderbar. Ruhelose Rüstung. Und da ist jetzt wieder die Frage. Ich probiere es nochmal. Dieses wird nicht davon betroffen, klingt für mich, als es hätte allgemein keine Wirkung auf diesen Gegnertyp. Wir werden ja mal sehen. Wir werden mal sehen, ob es überhaupt noch dahin kommt, dass er angreift. Ja, kommt noch dazu. Ja. Nein, ah, okay. Scheinbar macht es wirklich keinen. Ist ja scheinbar wirklich Magie-immun. So. Ah, schön. So, in den Bergen. Oh, die Brücke ist kaputt. Wartet mal, wer die Brücke reparieren soll. Sicherlich nicht die Brückenmeister, sondern ich als Zarefna. Sorry, ich Zarkowska, was jetzt? Willkommen in der Stadt Endor. Hallo. hallo, alte Frau, wie geht es Ihnen? Willkommen im Rüstungsladen. Kann ich euch behilflich sein, Schnuckis? Panzer. Oh, der ist gut. Eisenrüstung macht Kyrill wieder stärker. Hätte gern was für Borja. Gibt nichts für Borja. Da, dann hole ich erstmal. Das macht, das verstärkt Kyrill um 54. Es verstärkt doch nur Kyrill. Das verstärkt Kyrill von 49 auf 54. Und das auch auf 54. Kann ich beides kaufen? Nee, habe ich nicht genug Geld. Vielleicht habe ich gleich genug Geld. Denn ich verkaufe ja jetzt das andere. Und wenn ich jetzt, glaube so 400 Gold bekomme oder so, kann ich mir das andere auch noch gönnen. So. Der Bronzeharnisch, genau. Den will ich nämlich verkaufen. Ah, super, super, super toll. Dann kann ich jetzt weiter einkaufen. Ich habe doch jetzt nichts verloren, oder? Nee, ich habe... Gut. Ich dachte schon, ich hätte außerdem das verkauft, was ich anhatte. Naja. So, genau. Und der Kyrill hier, der Tank unter den ganzen Leuten, wenn der nur die ganze Scheiße tragen kann. So, ich hatte aber, glaube ich, noch einen anderen Schild vorher mit ihm, denke ich. Nein, ich will nicht kaufen, ich will verkaufen. Ich mache das gleich alles immer am Schild. Ich weiß, es ist nicht so spannend eigentlich, aber ich lasse trotzdem drauf, weil es rauszuschneiden, ja, ach... Irgendwie muss ich ja auch die Zeit strecken. Ich will ja, dass das LP wenigstens bis zu Weihnachten läuft, damit man diese sexy Stimmung im Dezember hat, wenn man sich abends hinsetzt und das guckt, während man sich einen heißen Tee reinschlürft oder Kakao mit Mandarinen und so, was weiß ich. Ich werde hier nicht übernachten. Verpiss dich. Ich wollte hier nur mal gucken, ob es hier Leute gibt, mit denen ich reden kann. Das ist doch Anja, oder? Das sind die beiden. Ist schon wieder verloren. Was sag ich denn jetzt meinem Muttchen? Bist Anja, oder? Bist du nicht. Okay, sie ist hat nur das gleiche Model. Guten Tag, fühlt euch wie zu Hause? Dingt ein Gläschen oder drei? Ich war Nino. Ein Gläschen oder vielleicht doch drei? Fühlen wir uns doch einfach wie zu Hause und gehen in den Keller. Das ist nicht das, was ich erwartet habe. Aber ich denke, Boya gefällt's. Willkommen im Casino. Casino! Jawoll! Jetzt wird gespielt! Das Casino akzeptiert nur Jetons als Zahlungsmittel. Ihr könnt sie bei den Mädchen an dem Schalter da drüben kaufen. Jetzt geht's aber ab. Was haben wir hier? Ihr könnt eure Casino-Jetons gegen alle möglichen aufregenden Dinge eintauschen. Aufregende? Boah, ja, aufregende. Gucken wir doch mal. Meine Güte, wie scheint, habt ihr gar keine Jetons dabei. Ja, ja, alles gut. Hättest mir auch einfach sagen können, was so für Preise gibt, ob sich's lohnt. Sobald ihr jede Menge Jetons gewonnen habt, könnt ihr sie an dem Tauschschalter rechts gegen Preise eintauschen. Das Automaten hier. Geschäftsleute sieht vielleicht nicht so gerne, wenn irgendwelche Leute hinten an ihren Geräten herumfummeln. Jo. So, ein Spielautomat. Jo. Andere Runde spielen. Ja, schön. Ich glaube, es gab mal tatsächlich eine rechtliche Diskussion. Zum Beispiel bei Pokémon Diamant gab es ja zum Beispiel auch die Casinos.
Und theoretisch sind das ja simulierte Casinos, einfach. Die müssten theoretisch ab 18 sein, weil Glücksspiel ab 18 ist und du sozusagen Kinder ein Glücksspiel ranführst, weil Pokémon halt ab 6 oder ab 0 ist oder keine Ahnung. Und ob es legal ist oder nicht. Und ich glaube, ja. Ich glaube, deswegen gibt es auch keine Casinos mehr in Pokémon. Ich hab's mit doppelt oder nichts versucht und jetzt habe ich 16 statt 8 Jetons. Ich hab ne Glückssträhne. Willkommen am Pokertisch. Was ihr wollt ihr heute auch mal versuchen? Kommt, spielt ruhig eine Runde oder zwei. Warum habt ihr keine Casino-Jetons bei euch? Naja, aber das kann ich mir jetzt nicht entgehen lassen, hier zu spielen, wa? Eieiei. Hier gibt's auch noch Sportwetten, oder was? Und ist einfach nicht mein Glückstag. Die Oma guckt sich zu, wie sich der Schleim und der Typ da oben bis auf den Tod betteln. Willkommen in der Monster-Arena, wo Monster von nah und fern zusammenkommen, um ihre Kräfte zu messen. Könnt ihr vorhersagen, wer gewinnen wird? Dann lasst eure Geldbörse sprechen und heimst monströse Preise ein. Oh ja. Kontrahenten. Monekel A, Lupscher A, Lupscher B, Monokel B. Ich werde auf jeden Fall auf den Lupscher setzen, das weiß ich jetzt schon. So. Na, wie läuft's schon, was gewonnen? Ja. Nicht schlecht bei einer Lupscher, die da von der Yanksley sei. Packt das Glück bei den Eiern! Wie viel ihr auch gewinnt, ihr könnt eure Jetons nicht gegen Geld eintauschen. Also hört auf meinen Rat und gebt nicht mehr aus, als ihr euch leisten könnt und spielt nur mit dem, was ihr übrig habt. Oh nein, ich hab alles, was ich euch gewonnen habe, wieder zum Fenster rausgeschmissen. Nein! Hier kann ich wahrscheinlich eintauschen? Ja. Ihr habt im Augenblick null Jetons, Alena. Woher kennt sie meinen Namen? Hey! Gönnung? Ach, ein Jeton kostet 10 Goldmünzen. 10? Da kann ich ja nur 10 Jetons kaufen. Ja, das machen wir mal. Also ich hätte auch mehr, aber dann probieren wir es erstmal natürlich hier an Knossis Stammautomat. So, ich werfe jetzt einen Jeton ein. Ah, so, werfe ich einen ein. Und jetzt geht's los. Los, gönn! Gönn! Gönnung! Eins! Los! Ey! Ja? Ja, ja? Kirsche? Kirsche, nein, Schwert! Kirsche, Kirsche, gönn doch, nein! Ja, nochmal probieren. Jetons einwerfen. Ja, ja. B-Knopf und aufzuhören. Ach, jetzt hat's von allein aufgehört, deswegen. Ich hatte nichts in der Hand. Ich hatte nichts in der Hand bei dem Glücksspiel. Nein, ach so, nein! Ich dachte, um die Räder zu stoppen, ich muss hier erstmal anfangen. So. Rein da. Ja, ja, alles gut. Damit die Räder drehen, drücke B, um auf... Ach so. Hören die von alleine auf zu drehen. Hallo? Ich will einwerfen. So. Jetzt die Frage. Muss ich jetzt B drücken zum Stoppen? Ah, okay. Sie stoppen alleine. Komm, gönn. Gönn. Jetzt, jetzt, jetzt. Komm, Ring. Noch ein Ring. Nein, 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 nein. Einmal noch. Komm, Leute. Ich glaube, ist der falsche Automat. Ich gehe mal den daneben dann. Ich könnte auch mit Roulette probieren, aber was da oben auch immer ist. Ja? Drei Schwerter in der Reihe? Horizontal hätte ich, vertikal hätte ich doch gewonnen, oder nicht? Nein, ich wollte es nicht nochmal probieren. Wir beenden das mal ganz schnell. Denn das ist nicht mein Glücksautomat. Das ist mein Glücksautomat. So. Dann gucke ich mir erstmal auch an, was für Preise gibt. So, na dann werfen wir mal ein und los geht's. Komm, das ist jetzt mein Glücksautomat. Ja? Ding? Aber 2 Kronen. Das ist schon mal mehr, als ich bei dem anderen hatte. Und ich wette, der hier ist eigentlich die goldene Mitte. Die goldene Mitte, ich sag's immer, die goldene Mitte. Komm. Werfen wir mal rein. Werfen wir mal rein, das gute Stück. Gewinnen kann man immer, ne? Gewinnen. Man kann nur gewinnen. Man kann nur gewinnen. Ja, Pech gehabt. Ja. Alles gut. Alles gut. So, was willst du? Ja, Pokertisch. Ach, Poker, na dann. Let's go. Moment, machen wir gleich. Machen wir gleich. Poker ist schon eher mein Element. Es ist ja auch der Grund, zum Beispiel, warum Poker auch so genial ist, ist ja, weil es
eine gesunde, die genau richtige Mischung aus Glück und Strategie ist. Ich habe ja auch mal ein gesamtes Buch über Poker gelesen und so. Eigentlich wollte ich das nochmal lesen, weil das war übelst geil. Das war auch voller Anekdoten und so. Ich müsste mal raussuchen, wie das heißt. Das war wirklich spannend. Ich habe das echt gerne gelesen. Ich fand das richtig nice. Möchte sie gegen einen Preis eintauschen? Na ja. Oh, ich kann für 30 Jetons kann ich einen schönen MP regenerieren kaufen. Gute Rüstung. Uiuiui, die Rüstung ist ja richtig geil. Meteor-Armschiene. Da rüsten wir ja auf hier. Das ist ja richtig geil. Ist ja fast sogar schon worth hier wirklich zu zocken. Nicht, dass ich süchtig wäre oder so, ne? Nicht, dass ich süchtig wäre. Komm, eine Runde Poker geht wieder. Wozu eigentlich die Story voranbringen? Lieber eine Runde Glücksspiel. Bis zu 10 Jetons. Komm, let's go. Achso, ich brauche mindestens 10 Jetons. Ja, hier brauche ich 100 auf jeden Fall. Das sind die ganz großen Pötte da unten. Na komm, ich will jetzt aber noch eine Runde Poker spielen. Ich brauche mehr Jetons. So, ich brauche 5... Ja, komm. Nein, ich möchte... Ja, ich habe 10 Jetons. Alles oder nichts, ich gehe jetzt all in bei dem Pokertisch da unten. So, alles oder nichts hier. Und dann, ich mache mal wirklich einen kompletten Bonus-Part. Ich grinde mir wirklich so viel Geld zusammen. Dann wird hier richtig in Jetons reingeböllert. Und dann wird hier nur ein gesamter Casino-Part gemacht. Ich kann dir mal kurz hier oberen Bildschirm zeigen. Da hast du hier zwei ganz normalen Pokerbegriff und so weiter. Und dann hast du aber noch den Royal Slime Flush. Der Royal Slime Flush, Alter. So. 10 Jetons rein da. Ah ja, okay, so. Den Slime nehmen wir. Den halten wir. Den halten wir auch. Ich weiß halt nur nicht, was der Royal Slime Flush ist. Da fällt mir gerade auf. Ich habe das Sechserpaar übersehen. Ich war so auf den Schleim fokussiert. Bin ich den komplett boostet? Das wäre gut zu wissen. Ach fuck, nee, das ist nur eine 4. War eine nur billige 4. Ach so, das ist ein Royal Straight Flush aus... Naja, ich behalte mal die beiden. Und dann gebe ich. Pech gehabt. Ich bin blank. Vielleicht ist das besser für den Spielfortschritt. So. Moin. Ach stimmt, das ist die Herberge. Richtig, alles gut. So. Dann gehen wir mal nach oben noch eine Runde. Und quatschen da mit den Leuten. Ich bin von weit her angereist, um die starken Krieger zu sehen. Oh, wie sie ihre Kraft miteinander messen. Oh, Ludo, wollt ihr mein Lied für den Sieg hören? Mit einer eisernen Klaue in der Rechten gewinnt ihr mit dem Kampf mit links. Nur ich wieder mein altes Let's Play von Magic Quest starring Mickey Mouse angeschmissen. War das schon im Casino? Nein, Casino und Glücksspiel, keine Ahnung, wovon du redest. Hab heute schon wieder ein schönes Sümmchen gewonnen, nicht schlecht, was? So. Dann gucken wir uns doch nochmal weiter um in der Stadt. Lex. Hallo? Moin? Ah, ihr wisst es vielleicht nicht, aber zurzeit findet der Burg das Turnier von Endor statt. Also, ich habe mir nur denken können, dass hier ein Turnier stattfindet. Oh, jetzt haben wir hier wieder fette Waffen hier. Tja, leider habe ich ja schon alles rausgehauen. Abascus der Astrea. Den kann auch keiner ausrüsten. Kriege ich hier einen neuen Teammate? Keiner kann diese Waffe ausrüsten. 1600. Naja, aber gut, dann habe ich auch die stärksten Waffen aktuell. Auch gut, die stärkste Rüstung. Ist sehr gut. Die Leute kommen von weit her, um das Turnier von Endor zu sehen. Nice. Schön für sie. Ist das hier die Gaststätte? Was ist das? Was ist hier? Hier ist ein alter Mann. Wie bitte? Der Laden unten ist geschlossen. Ja nun, ich werde ja nicht jünger. Wenn es nach mir ginge, würde ich verkaufen und irgendwo hinziehen, wo es schön ist. Aber ich werde wohl kaum jemanden finden, der hier ein Geschäft übernehmen will.
Wie bitte, ihr wollt meinen Laden kaufen? Aber ihr seid doch keine Kaufleute, ihr müsstet ja gar nicht, wie man sowas anfängt. Ah, eine Seidenrobe. Sieht sich die Bücherregale an zwischen den Seiten. Ein Brief. Und wie geht es dir, Vater? Ich hoffe, du machst den Laden bald zu und ziehst endlich bei uns ein. Du bist ja schließlich nicht mehr die Jüngste, so solltest du nicht mehr allein sein. Bis bald. Alles Liebe, deine Mona. So. Die Seidenrobe ist aber, glaube ich, scheiße, oder? Ja. Weniger. So. Ist überall nischt. Gut. Dann ist da oben eine Kirche. Ich guck mal nochmal eben, ob es noch irgendwas ist. Zerladen. Ich will mal kurz mit den Leuten fertig reden und dann beende ich den Part. Aber steht jetzt nicht so einfach, wie es aussieht, wisst ihr? Da freue ich mich auf einen Schluck oder zwei heute Abend. Natürlich Wasser. Alkohol ist Nervengift. Das ist ja übelst die Bonzenstadt oder was? Was die für Häuser hier haben? Für mich ist der wohlhabend, ja. Das geht schon seit Generationen so. Okay. Die junge Dame des Hauses ist total merkwürdig. Sie tut anscheinend etwas anderes, als in den Himmel zu starren. Okay, wenn es dir Spaß macht. Jeder hat so seine Hobbys. Eis, Geld. Immer gut, das kann ich im Casino verzocken. Es ist heute auch wegen des Turniers von Endor hier. Ich mache mir schon seit einer Weile darüber Gedanken. Es muss doch einen Grund haben, warum König Norbert hier unbedingt so viele starke Kämpfer versammeln will. Rituelle Opferung. Hier gibt's, ja. Also wenn mir Dragon Quest 1 gelernt hat, dann, dass wenn es rituelle Opferungen gibt, dann reden die Leute auch offen darüber. Und der Norbert ist aber vielleicht zum Verschlossenen. Nur diese Wolken an, warum ziehen die bloß so schnell nach Westen? Ein Hinweis? Wer weiß? Ist nicht. Ich weiß es nicht. War da noch ein Regal? Bücherregale. Alle langweilig. Okay. Zwischen einigen anspruchsvollen Titeln findet sich ein Buch namens Vom Langweiler zum Herzensbrecher an 7 Tagen. Ja, alter Mann. Deine Lektüre. Wo die Herzen brechen will? Wer weiß. Nun gut. Der Kramladen wird ja nichts für mich haben weiter, oder? Der sagt doch nichts Spannendes. Nope. Gut, hier unten ist der Waffenladen. Und hier ist noch ein geheimes Häuschen. Aloha. Ui. Nice. Das merke ich mir vor. Das werde ich noch ausrauben. Keine Stadt ist vor mir sicher. Gut. Lesen wir einmal schnell das Schild hier. Oder red mit der alten Frau noch. Wohin ist dieser nichtsnutzige Faulpelz diesmal wieder verschwunden? Also wirklich... Das ist ein Schild. Das Turnier von Endor hat begonnen. Rede ich nochmal mit der Wache. Seid ihr wegen einer Audienz mit König Norbert hier? Nein! Ach, ihr seid sicher wegen des Turniers von Endor hier. Geht einfach weiter und durch eine kleine Tür links oder rechts. Was sagt er denn, wenn ich wegen einer Audienz hier bin? Geht einfach weiter durch das Tor und schon seid ihr in der Burg Endor. Ja, aber erstmal gehen wir da nicht hin, sondern Küche. Eine Runde zu speichern. Denn das war's wieder mit einem langen und actionreichen und casinoreichen Tag in Dragon Quest 4. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ja, lasst doch gerne eine positive Bewertung da. Und auch vielleicht einen netten Kommentar. Nun ja, ich würde sagen, ich bin The Unwritten Reaper 7 und ciao. Und ciao, sagte ich. Ich sagte tschüss. Jetzt verpisst euch!